So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Teil Way of the Hunter. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran. Letzte Woche Freitag kam das neue Update raus mit der neuen Map. Afrika diesmal. Ich freue mich schon sehr drauf, wie das hier ist mit den Löwen, ob man jetzt endlich attackiert wird von den Tieren. Das hat man ja sonst, also hatte ich sonst nicht so. Ich bin sehr gespannt auf die Map. Ich hoffe, ihr lasst ein Abo da. Ich hoffe, ihr lasst ein Like da. Kommentiert das Video, wenn es euch gefällt. Und ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. Also ich lasse mal die ganzen Quests links liegen hier, die das Spiel von mir machen, das Spiel mit mir machen will. Und wir gucken uns gleich mal das Gewässer hier vorne an, ob da nicht schon irgendwas unterwegs ist. Also von The Hunter Course Soweit kennt man ja schon die Afrika-Map. Die besticht ja durch viel Tierdichte, sage ich, also hohe Tierdichte. Und schöne, weite Flächen, die man absuchen kann. Ich hoffe, das wird hier ähnlich. Da vorne haben wir schon was. Springböcke. Aha. Ich weiß nicht, ob ich dafür die richtige Waffe habe. Aber wir können ja schon mal... Wir haben Rückenwind, das ist schon mal schlecht. Aber wir können mal einen 260 Meter Schuss wagen, ne? Mit der Pro Hunter 2 versuche ich es jetzt einfach mal. Auf 250 Meter. Da kann man gar nicht nullen. Egal, dann nehme ich 300. So, erstes Tier auf der Afrika-Map. Springbock. Ich hoffe, ich treffe. Ich hoffe, es wird gut. Oh, das sah gut aus. Das sah gut aus. Das sah sehr gut aus. Das gucken wir uns an. Ist ein ausgewachsener Bock mit einem Stern. Also kann man nichts falsch machen. Würde ich jetzt mal behaupten. Und ist das der erste Abschuss heute nach 3 Minuten Video. Sehr gut. Ich habe mir leider den Abschussort nicht markiert. Ich hoffe, das war kein Fehler. Da vorne ist ein großer Kudu. Ich schleiche mich mal ran. Aber cool, dass es auch große Kudus hier gibt. Also großer Kudu, der ist zwar jung, aber wenn er sich jetzt hier schon so präsentiert. Aber den würde ich, wenn dann, mit der Stufe 6 Waffe schießen. Weil das ja schon ein großes Tier ist, ne? Ah, es war ein guter Schuss. War ein guter Schuss, der ist sofort liegen geblieben. Top. Er war auch wirklich nur alleine, ne? Das Weibchen war mit ihm. So, das ist unser Springbock. Oh, sehr gut. Also, die Pro Hunter 2 kann ich auf jeden Fall für das Tier verwenden. Und ich habe gleich einen Herztreffer gemacht. Sehr sauberer Herztreffer. Schönes Ding. Jagdwertung 5 von 5. Er ist ausgewachsen. Trophäenwertung 1 Stern. Er hat ein Potenzial von 50,83 gehabt. Mit der Pro Hunter 2 kann man den Springbock super schießen. So, großer Kudo. Auch ein schöner Herztreffer. Ey, was ist denn heute hier los? Krass, krass, krass. Sehr, sehr schön. Ja. Top. Hauptschlagader, linker Lungenflügel, rechter Lungenflügel, Herz. Von der Aufbrei-Energie her war das viel zu viel. War das viel zu viel. Deshalb auch nur 4 von 5 Sternen. Also großer Kudo. Müssen wir uns merken. Auch mit der Pro Hunter 2. Drauf schießen. Stufe 6 Waffe ist ein bisschen zu heftig für den. Aber er hatte ein Potenzial von 25,42. Also musste raus. Alles richtig gemacht. Hier vorne hat man Geräusche, aber ich sehe bis jetzt noch nichts. Ich müsste eigentlich demnächst was sehen. Also ich müsste schon sehr nah dran sein eigentlich. Springböcke. Sind auch schon alarmiert. Tja, die sind leider abgesprungen. Ja, passiert. Hatte ich halt keinen guten Annäherungswinkel und also Wind war auf meiner Seite, aber der Rest halt nicht. Schade. Oh, hier vorne haben wir einen Büffel. Hier ist ein Büffel. Okay. Da ist jetzt die Frage. Da war da vorne, hatte ich auch was gesehen, was mich interessiert. Das da. Aber das sind, glaube ich, auch nur Springböcke. Ist natürlich so ein Büffel hier nehmen. So, erwachsen ein Stern Büffel. 145 Meter. Nehmen wir mal eine bessere Position. Er ist auch wirklich nur alleine. Aber er ist schon alarmiert. Also nehmen wir unsere Knifte.
schießen. Oh. Da ist er liegen geblieben. Sehr gut. Büffel erlegt. Sind halt auch nur Jungtiere drin, ne? Das ist wieder das Problem, was ich mit der Karte habe. Die müssen erstmal ein bisschen älter werden, damit ich die schießen kann. Oh, oh, oh. Ausgewachsen, 2 Sterne. Ausgewachsen, 2 Sterne. Okay. Meter. So, den haben wir auch gar nicht geschossen. Aber erstmal gucken wir uns jetzt den Büffel an, bevor wir uns den angucken. So, unser Büffel. Kaffernbüffel, genau. Schon wieder ein Herztreffer. Was ist denn heute hier los? Auf jeden Fall schöne Energie. Also genau mit der richtigen Waffe drauf geschossen, mit der 6er-Waffe. Übersicht, wir haben einen erwachsenen männlichen Kaffernbüffel. Jagdwertung 5 von 5. Trophäenwertung 1 und er hatte ein Potenzial von 57,32, hätte vielleicht noch einen zweiten Stern bekommen können, wenn er ausgewachsen gewesen wäre. Aber schönes Ding. So, mittlere Menge rosa, der große Kugel wird auch dahin siechen. Müssen wir nur finden, wo er sich hingelegt hat. Ah, ich glaube, er kam nicht weit. Ja, da liegt er. Schönes Ding. So, großer Kudu mit einer schönen Aufprallenergie getroffen. Linker Lungenflügel rein, die Kugel. Ja, oh, aber auf 200 Meter ist die Pro Hunter 2 gerade noch so für einen großen Kudu ausgelegt, ne? Merke ich gerade. Er ist männlich ausgewachsen, hat ein Potenzial von 52,61, eine Jagdwertung von 5 und eine Trophäenwertung von 2. Schönes, schönes Gerät. Schönes Gerät. Ja, kommt wie immer in den Discord, falls ihr euch die Abschlüsse aus den Streams oder den Videos nochmal anschauen wollt. Der Link für meinen Discord ist in der Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei und präsentiert natürlich auch in erlegtes Community eure Abschüsse, was ihr so abgeschossen habt. Ne? Auch von The Hunter, Call of the Wild, gern eure Dias, eure Goldtiere, was auch immer ihr zeigen wollt, eure speziellen Farben. Egal, ich schaue es mir alles sehr gerne an. Und im Channel, wir haben auch einen Channel, der nennt sich Multiplayer-Anfragen. Da dürft ihr ja auch gerne euch jemanden suchen, mit dem ihr gerne jagen wollt. Ja. Also bis jetzt muss ich sagen, ich spiele jetzt eine halbe Stunde die neue Map. Geil, geil, sehr gut. Also hier am Fluss kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut jagen. Ihr habt es ja gesehen, was ich bis jetzt alles geschossen habe und auch gesehen habe. Mega cool. Einmal sind mir Springböcke abgesprungen, aber da war auch das Terrain so ein bisschen schwierig. Aber bis jetzt, geile Map. Auf jeden Fall cool, dass es immer noch neuen Content für das Game gibt. Ja, was ich noch sagen wollte, also ich hoffe, es bleibt dabei, dass da Weißschwanzgnu. Digga, was kommt denn jetzt? Ja, was ich noch sagen wollte, ich hoffe, es bleibt dabei, dass hier immer wieder Content für das Game rauskommt, weil ich spiele das sehr gerne. Nicht, dass es jetzt bei dem Update bleibt, weil ja viele Leute auch die Special Edition gekauft haben, wo man die ersten 2 DLCs, was glaube ich, die ersten 2 gratis bekommt, wenn sie rauskommen. Ich hoffe, dass diese Updates jetzt nicht nur kamen, für die Leute, die die Special Edition gekauft haben, so wie ich, sondern dass jetzt hier noch ein bisschen mehr kommt von diesem schönen Jagdspiel. Erwachsen männlich. Ja, den muss ich jetzt schießen, sonst kommt keine neue Möglichkeit, den zu schießen. Ja, bleib bitte stehen.
Bleiben sie so? Nein, sie sollen so bleiben. Nee, das war nix. Das war nix. Dann habe ich vielleicht die Chance nochmal auf die. Auf so ein Gnu. Weißschwanz-Gnu. Ich sehe sie bis jetzt noch nicht, aber. Ja, dann nehme ich doch so einen Erwachsenen raus. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob ich erstmal mit der Pro Hunter 2 drauf schieße. Zur Sicherheit. So. Habe ich den anderen jetzt in den Ass geschossen, weil der gerade hochgestanden ist? Oder das wäre nicht so gut. Weil irgendwie sah das komisch aus. Das ist strange, der Abschuss. War mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich habe in dem Moment abgedrückt, wo der hochgekommen ist. War auch nicht so clever von mir. Hier ist Urin. Aber Blut sehe ich jetzt erstmal noch keins. Nope. Also ich würde sagen, ich habe hier keinen getroffen. Das sind Fußspuren. Nee, ich habe keinen getroffen. Schade. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Da oben sind noch ein paar Kudos. Oh. Sehr gut, hier ist wieder eine erwachsen mit 2 Sternen. Meter. Und Schuss. Ein Warzenschwein. Bist du alleine oder hast du noch einen Freund? Wenn hier kein anderes Warzenschwein kommt, dann schieße ich das Jungtier. Weil dann habe ich wenigstens mal ein Warzenschwein geschossen. Erwischt. Okay. Gucken wir uns zuerst den Kudo an und danach das Warzenschwein. Geht hier wieder knallfall hier. Oh, hervorragend markiert. Hervorragend markiert. Sehr gut. So, der große Kudu, linker Lungenflügel, ja, sehr gut. Und Jagdwertung 5 von 5, Trophäenwertung 2 Sterne, aber genetisches Potenzial von 92,76. Wenn ich den hätte ausgewachsen geschossen, hätte der wahrscheinlich 4 Sterne bekommen können. Ja, schade. So, wo haben wir das wilde Schwein getroffen? Hier. Das sieht auch gut aus. Mittlere Menge Rosas. Hier wird langsam schwächer und möglicherweise weiter entfernt. Ah ja. Aber ich habe die Schlagader getroffen. Das sehe ich jetzt schon an den Blutspritzern. Weil das so viele hintereinander sind. Obwohl, jetzt werden sie ein bisschen, ziehen sie sich so ein bisschen auseinander. Ist aber sehr, sehr weit gelaufen, das Schwein. Sehr, sehr weit. Ey, Schwein, ich verfolge deine Blutspur jetzt bestimmt schon 10 Minuten. Das kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht Warzenschwein, ey. Och, endlich. Da ist es. Wirklich jetzt sehr lange verfolgt. So. Ich habe nur die Hauptschlagader getroffen. Und daran ist es verblutet. Aber eine gute Aufprallenergie mit der Pro Hunter 2 habe ich drauf geschossen. Warzenschwein. Pro Hunter 2. Jagdwertung 5 von 5. Trophäenwertung 1 Stern. Und genetisches Potenzial 30,08. Ist okay. Jetzt habe ich vergessen, einen Screenshot von dem Ding zu machen. Egal. Weil es mich so genervt hat, darf es einfach nicht in meine Hall of Fame. So, da hinten habe ich was gefunden. Ich weiß nur noch nicht, was es ist. Was sieht mir so aus, als ob das Warzenschweine sind.
Es sieht mir ganz nach bewarzten Schweinen aus. Oder hinten ist noch, da hinten sind noch, also ist noch ein Gnu, was ich höre. Ich weiß immer nicht, was die Mehrzahl von Gnu ist. Gnuser. Da hinten sind noch Gnuser. Ich glaube, es wäre ein guter Abschluss für das heutige Video, wenn ich noch ein Gnu schießen würde. Oder? Hätte ich Bock drauf. Die Warzenschweine sind irgendwie irgendwo hingelaufen. Wahrscheinlich irgendwie in die Richtung da. Aber so ein Gnu wäre noch nicht schlecht. Ach, da sind die. Ach doch, das sind die. Also das waren keine Warzenschweine, es war doch ein Gnu, was ich gesehen habe. Vorne ist erwachsen, männlich, ruhig. Das klingt gut. Sehr gut. Piekser setzen nicht vergessen. Oh ja. Oh, viel Blut, rosa Luftblasen. Der liegt hier irgendwo in der Nähe. Der ist nicht weit gekommen. Oh, guck mal. Lol. Hier ist er. Da ist er. Sehr schön. Gucken wir mal, ich habe mit der Pro Hunter 2 drauf geschossen, ob das ausgereicht, ja, hat ausgereicht, aber ob es zu viel war, vielleicht. Nee, war nicht zu viel. Und ich habe wieder einen schönen Herztreffer gelandet. Ey, was ist denn heute los? Immer direkt ins Herz. Ist heute Valentinstag? So, er hat, Alter, er sieht aggressiv aus, oder? Das ist schon, okay. Männlich, Potenzial 60,68, Jagdwertung 5 von 5 und Trophäenwertung 1 von 5. Schönes, wunderschönes Tier. Doch, gefällt mir. Mach ich, glaube ich, hier nochmal einen Screenshot von. So, und damit würde ich sagen, war es das mit meinem kleinen Ersteindruck von der Afrika-Map von Way of the Hunter. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Map ist geil, die Map, die Tierdichte ist geil. Ja, die Offenheit ist geil. Du konntest wirklich weit gucken, konntest die Tiere sehen, hören, alles Mögliche. Es ist geil. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und wenn euch die Map auch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Vielen Dank. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann das Video schaut, macht's gut und bis dann. Ciao.